Was kostet dein Lackschichtig-Messgerät? 100, 200, 300? Warum eins für mehr als 1000 Euro wirklich Sinn macht, wollen wir euch in diesem Video erzählen. Ich will gar nicht zu viel spoilern, das ist der Positector von Defelsco. Haben wir jetzt seit 2 Wochen im Einsatz. Was er kann, was er bringt und wer ihn braucht, kläre ich gleich zusammen mit dem Martin von Paint Appeal. Wir gehen gleich mal rüber ins andere Auto, da wartet er schon und dann hören wir uns das mal. Bis gleich. Wichtigste Frage zuerst, Martin. Wie gefällt dir mein Mikrofon? Sehr gut. Ja, ist mittlerweile auch Patent angemeldet, also braucht er gar nicht nachzumachen. Zweite Patent ist das Bierbecher-Mikrofon, kennt er auch aus einem anderen Video. Egal, zurück zum Thema. Du hast uns den Positector mitgebracht. Ja. Ich würde sagen, bevor ich viel erzähle, was wir damit machen, wie ich ihn finde, wir haben ihn jetzt schon ein bisschen im Einsatz, erzähl du noch mal, was kann er, was macht er, was kann er nicht. Ja. Ja, genau. Also das Advanced-Modell, was du ja hier hast, ist erstmal dafür, dass du verschiedene Lackschichten messen kannst, eben mit einem Ultraschallmessverfahren. Und ja, das ist eigentlich schon mal was sehr Besonderes, was halt viele Messgeräte nicht können. Und du kannst natürlich Diagramme über Bluetooth, iPhone-App oder am Rechner eben dann noch für die Kunden gleich mit erstellen. Das ist quasi alles in einem. Okay. Wir haben also zwei Teile. Einmal oben den Computer, sage ich mal, genau. Und dann einmal die Sonde. Richtig. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was zu dem Computer und dann auch zu den Sonden, weil da gibt es ja auch verschiedene. Genau. Also von dem Grundgerät gibt es eben zwei verschiedene Varianten. Einmal das Advanced-Gerät, wo du verschiedene Schichten mit messen kannst. Und das Standardgerät, das kann dann immer nur eine schichtige erfassen. Und bei den Sonden gibt es verschiedene, einmal für Metall und Nichtmetall, wie man es von anderen auch kennt, und eben jetzt die 200B-Sonde. Damit kannst du auf allen Oberflächen messen, Kunststoff, Carbon, alle möglichen Sachen, genau. Okay, jetzt haben wir schon mal den ersten Vorteil, wir können alle Oberflächen messen. Richtig. Zum Ultraschallverfahren, wie funktioniert das? Wie kann der uns die Oberflächen darstellen? Genau. Im Endeffekt kann man sich es wirklich vorstellen, als würde man in eine Halle reinrufen. Genauso passiert es. Es wird ein Schall ausgesendet und alles, was eine Reflexion bildet, wird auch in dem Gerät angezeigt. Deswegen sieht man auch, es gibt verschiedene Ausschläge, die muss man dann auch richtig werten können. Also das heißt, es ist nicht einfach, okay, ich habe einen Messwert und weiß, wie dick ist der Lack, sondern das muss man dann auch richtig deuten können. Das bedeutet in der Praxis, was zeigt mir das Gerät an, was muss ich selber verstehen, wie kann ich so einen Messwert deuten? Wenn man das Beispiel mit der Halle wieder nimmt und hat verschiedene Wände da drin stehen, dann ist es so, dass quasi jede Schicht, die den Schall wieder zurückwirft, quasi einen Ausstoß gibt und dann kann ich anhand der Stärke des Schalls, der zurückgeworfen wird, einen Schluss darauf ziehen, wie groß oder wie dick die Schichtige ist sozusagen. Also im Endeffekt zeigt er mir im Rahmen seines Messbereichs alle verschiedenen Schichten an, die aufeinander folgen. Richtig, genau. Bis zum Metall oder Kunststoff oder was auch immer nach unten. Genau. Jetzt ist das Gerät jetzt auch nicht ganz günstig, muss man ja sagen. Wir haben auch ein paar Jahre gebraucht, bis wir uns entschieden haben, zuzuschlagen. Was, also aus Sicht eines Aufbereiters, was würdest du sagen, warum sollte er so ein Gerät, was braucht, macht es Sinn? Also ich sag mal, gerade wenn man oft Fahrzeuge hat, die natürlich Kunststoff- oder Carbonbauteile hat oder haben, dann ist es so, dass es natürlich da schwierig ist, weil man nicht messen kann. Das heißt, wenn man poliert im Dunkeln, man weiß nicht, wie viel Lack ist drauf und das ist natürlich, wenn man da dann auch noch durchpoliert, oftmals der teurere Spaß. Jetzt haben wir oft so den Fall, wir haben normale lackschichtigen Messgeräte, hier lag, glaube ich, auch irgendwo eins rum. Ja. Egal, hier liegt's. Ja. Ne, auch keine so günstigen Geräte, es kostet, glaube ich, auch knappe 300 Euro. Was bringt mir das denn jetzt mehr? Na gut, also erstmal, dass du auf allen Oberflächen messen kannst. Die Auswertbarkeit, also im Endeffekt die Anbindung an verschiedene Diagramme und ähnliches. Und natürlich jetzt in dem speziellen Fall, du kannst auch hier die Sonden wechseln. Also das heißt, du kannst verschiedene Messverfahren mit einem Gerät nutzen. Mhm. Genau. Ja, natürlich der Vorteil, ganz wichtig, ich weiß, wie viel Klarlack drauf ist, was ja am Ende die wichtigste Information für uns ist, die wir brauchen. Genau, also durch die unterschiedlichen Schichtigen kannst du natürlich, ich sage jetzt mal, Füller, Basislack und Klarlack dadurch messen, genau. Ja, bei dem Gerät bekommst du nur eine Gesamtschichtige, das heißt, du musst nach Erfahrung halt abschätzen, wie viel Klarlack drauf ist, ganz genau. Was noch dazu kommt, was ich jetzt gesehen habe, das Gerät ist auch kalibriert, also auch geeicht. Das heißt, kriegt ein Eichzertifikat dazu, dass es sehr genau ist. Wie, muss man das nacheichen lassen? Wie oft, weißt du das? Es kommt darauf an, wie oft du es nutzt. Aber ich sage jetzt mal, wenn man es einmal im Jahr nachprüfen lässt, ist es mit Sicherheit von Vorteil. Genau. Zum Abschluss vielleicht erstmal deine Einschätzung, für wen es geeignet ist, wer es kaufen kann und sollte. Und dann würde ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Also wirklich für Aufbereiter, die sehr, sehr hochwertige Fahrzeuge in der Aufbereitung haben und eben die... Bei der, sage ich mal, wenn man durchpoliert, die Gefahr und der Kostenpunkt sehr, sehr hoch ist. Ich sage jetzt mal, bei einem Standardfahrzeug, wenn da die Haube durchpoliert mal wird, dann sind das Kosten, die sich im Rahmen halten. Bei einem seltenen Oldtimer oder ähnliches ist es natürlich gleich ein ganz anderer Kostenpunkt. Genau.
Würde ich mich genau anschließen, vielleicht noch ergänzen, wenn ihr sehr aufwendige Arbeiten habt, das heißt, ihr geht oft in Full Detailing bis ans Limit, bis ans Maximum, dann würde ich auch einfach im Sinne der Qualität eurer Arbeit so ein Gerät lang oder kurz in Betracht ziehen, weil ihr einfach zuverlässig sagen könnt, wie viel Lack noch drauf ist und ihr könnt euer Verfahren darauf anpassen, weil selbst bei einem Alltagsauto, selbst wenn ihr nicht durchpoliert, wenn ihr den Klarlack um 50, 60, 70% reduziert, ist er nicht mehr so widerstandsfähig. Das war auch der Hauptgrund, warum wir jetzt gesagt haben, so ein Teil muss jetzt mal her. Und ich finde es wirklich genial. Wir haben es jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen im Einsatz, nutzen es an jedem Fahrzeug. Wir haben so valide, genaue Daten. Man kommt wirklich rein. Also man misst erstmal und ist erstmal so ein bisschen, ja okay, ist ja alles überfordernd, weil so viele Möglichkeiten sind. Man kann auch, also es ist wirklich, wir standen heute auch noch mal eine Stunde zusammen, haben nochmal mit dem Techniker telefoniert, bis wir bestimmte Funktionen auf unseren Zweck anpassen konnten, weil man auch die Reichweiten einstellen kann. Ich will nur zwischen 13 und 200 µ messen, dann werden die Messungen genauer, er kann die Schichten, also wirklich umfangreiches Gerät, muss man sich mit auseinandersetzen. Wenn man es verstanden hat, finde ich absolut sein Geld wert. Findet bei uns täglich Anwendung, von daher könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr was braucht oder was habt, meldet euch bei Martin, der kennt sich mit den Geräten aus, der macht auch die Schulungen oder generell, wenn ihr Produkte sucht, guckt gerne mal seinen Shop, vor allen Dingen auch, wenn ihr mal Produkte kaufen wollt, die nicht jeder Shop im Programm hat, weil du hast ja wirklich alles Mögliche, was so wirklich speziell ist. Von daher paintapier.de, auf Instagram ist er auch, guckt einfach mal vorbei und wenn Fragen sind, gerne hier unten rein, dann gebe ich dir nicht weiter. Danke, dass du da warst. Danke auch.